Hallo Leute, hier ist wieder eure Malwanne und willkommen zu einer neuen Folge Wie schmeckt's? Und heute machen wir endlich den Two Shots of Vodka Drink. Und falls ihr jetzt in den letzten 3 Jahren hinterm Mond gelebt habt, hier ist er. Two Shots of Vodka? Ich würde mal so sagen, er gehört definitiv auf die Top 10 von meiner Cocktails, die ballern, Meme-Liste. Es ist nicht nur ein Meme, sind wir ehrlich, es ist auch eine Mood. Hashtag Und bis ihr mich gefragt habt, ob ich das mal bei einem Wie schmeckt's nachmachen soll, habe ich immer nicht daran gedacht, dass das ja ein richtiger Clip ist. Und ich sag mal so, den Drink, den sie da macht, der ist sogar richtig kreativ und klingt gar nicht mal so scheiße. Also seid ihr bereit für Wie schmeckt der Two Shots of Vodka Cocktail aus dem Meme Two Shots of Vodka. Hauptsache, ich habe mir beim Einkaufen erstmal den fettesten Basilikum aller Zeiten geholt. Ich habe ihn halt so gesehen und dachte mir so, ja klar, mache ich Pesto. Und ich musste unbedingt die Amarena-Kirschen mitnehmen. Amarena ist echt mein allerliebster Eisbecher. Eine Amarena-Kirsche probieren wir vorher. Und damit wir das alles schön zubereiten können, wandern wir jetzt rüber. Eine Umbaupause ist das nicht. Sondern eine Pause für das Licht. Leute, es gibt eine Sache, die ich heute ganz dringend brauche. Und zwar einen starken Cocktail, um die letzte Folge Game of Thrones zu ertragen. Ich liebe diese Serie. Und jetzt ist sie einfach vorbei. End of Game of Thrones. And everyone was just like... Aha. Grund Nummer 2, um sich hart zu betrinken. Bald sind Europawahlen. Und ich werde euch nicht sagen, wen ihr wählen sollt. Ich sage euch nur, wen ihr nicht wählen sollt. Und dafür schaut ihr euch bitte Rezos Video an. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Ich sag mal so, er zeigt, welche Parteien vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen verkackt haben. Ein ganz kleines bisschen. Ein kleines bisschen. So, lasst uns den Cocktail machen. In dem Clip sieht man als erstes, wie sie in einer Schale eine Kiwi zerquetscht. But first, I want to mush it up a little bit and break this up. Das ist eine Kiwi. Oh, geblitzt. Ich bin hier nur zum Kameraeinrichten da. Guten Tag. Ich hasse Gewitter. Okay, wir ignorieren das jetzt. Gewitter ist halt auch nur ein paar Blitze, die vom Himmel kommen, weil Gott böse auf uns ist. Kiwi schälen. So schält man Kiwi. Bestimmt gibt es wieder einen coolen Lifehack, wie man Kiwis so schälen kann, dass es überhaupt nicht eklig wird. Okay, wir müssen es in Scheiben schneiden. Einfach Scheiben, Scheiben, Scheiben. Und dann testet ihr, ob ihr immer noch eine Kiwi-Allergie habt. Hm, nee. Doch. Kiwi brennt im Mund. 2 Kiwischeiben müssen wir uns aufbewahren. Die werden jetzt zerquetscht. Ich brauche viel mehr die Attitude von der Two Shots of Vodka-Frau. Beautiful, ripe Kiwis, lots of flavor. Ich bin so gestresst von meiner Ehe und meinen Kindern. Da saufe ich auch am Tag schon Wodka. Zerquetschte Kiwi. Then into my shaker, I'm gonna put some ice. And into my shaker, I'm gonna put some ice. Just like that. And now we're gonna put the kiwi inside it. Then I'm gonna put my kiwi. Und jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Then in here, 2 shots of vodka. 2 shots of vodka. Then 1 shot of melon liqueur. Jetzt kommt Melonenlikör und ich habe 2 gefunden. Zuerst habe ich den gefunden und da hat es mich genervt, dass es aber rot ist, weil ihrer ist grün. Und der ist halt farbloser. Wir nehmen den farblosen, weil rot ist halt echt dann doof, ne? Then 1 shot of melon liqueur. Mmm, this gonna taste so good.
Woo, that's gonna be strong. Oh yes, so strong. And a little bit of simple syrup, of course. This is just sugar and water that I brought up to a boil. Zuckerwasser, also können wir auch einen Teelöffel Zucker nehmen. Zucker, dann machen wir noch ein bisschen. Und jetzt kommt wirklich das absolute Finale. Ein Esslöffel Jalapenos Wasser. And I'm just gonna put in here just a hint of the juice from a jalapeno jar. Just a little bit to give it a great kick. Beim Geruch von Jalapenos bekomme ich sofort Lust auf Nachos mit Käsesoße. And now we're gonna take just a little bit and just here, just wonach schmeckt das eigentlich? Oh, das ist voll scharf. Stir this up. Okay. Mir fällt gerade auf, das ist nur Wodka mit ein bisschen Geschmack. Now it's taste time. Dann holen wir mal unsere Gläser. Wer hat Bock auf diesen Cocktail? Beautiful green color. Gorgeous little lush lagoon. Beautiful green color. So, erinnert ihr euch an die Kiwischeiben vom Anfang? Garnish this with just two kiwi slices that I reserved. Die dürfen jetzt da rein. Beautiful. Tada! Und hier ist der Leute. Der Two Shots of Vodka Vodka Drink. Hurra, die Welt geht nun endlich unter. Zack, zack, Rinnennacken, Prost. Wie schmeckt der Two Shots of Vodka Vodka? Sorry, lieber Gott, ich werde weniger trinken. Prost, Leute! Oh! Haha! Der erste Geschmack? Top! Danach schmeckt man ein bisschen Melone und man spürt, dass es ein bisschen scharf sein soll. Kiwi gibt auch so seinen eigenen Geschmack dazu, aber ich finde jetzt nicht, dass es sofort nach Kiwi schmeckt. Und wenn man dann kurz wartet, dann kommt so dieses Wodka-warme Gefühl in der Brust, was ich nicht leiden kann, muss ich ehrlich sagen. Aber dieser Melonenlikör? Melone und Kiwi, Leute, das ist die Kombo. Oh mein Gott, beim nächsten drei Cocktails. Ich werde richtig abreißen. Ich habe ja schon gesehen, dass Sturmi bei den Space Frogs da war, weil sie mein Format kopiert haben. Ah, ich habe darauf gewartet, dass das Gewitter so richtig reinbricht. Und da war Freddy richtig gut. Der hat da, das müsst ihr euch, schaut euch unbedingt die Folge an, ich verlinke sie euch auch unten in der Videobeschreibung. Da hat er richtig abgerissen. So Leute, jetzt wisst ihr, wie man den Two Shots of Vodka Vodka macht. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Folgt mir auf Twitch, folgt mir auf TikTok, folgt mir auf Instagram, Twitter. Folgt mir bis zu meiner Haustür. Ich habe gerade den Blitz gesehen. Und eine Sekunde später war der Sound zu hören. Das heißt, es ist direkt hier. Tschüss, Leute. Bis dann. And two shots of vodka.